Ich bin die Emma. Ich bin momentan in Costa Rica, in Puerto Viejo, und zwar schon seit 3 Monaten. Und ich hatte erst Sprachkurs, bin rumgereist, war in Panama, Mexiko auch noch. Und jetzt bin ich seit 3 Wochen, arbeite ich im Yago Rescue Center als Volontär mit den Tieren zusammen. Also eine typische Woche bei der Arbeit ist eigentlich so, du hast 5 Tage Arbeit und 2 Tage frei, aber nicht unbedingt das Wochenende, sondern wir haben so eine Liste auf so einer Tafel und jeder darf sich einfach eintragen, jede Woche aufs Neue, welche 2 Tage er nehmen möchte. Und dann kommt man um 7:30 Uhr dort an, jeden Tag, also jeden Arbeitstag, und ist meistens bis 15:30 Uhr, teilweise auch bis 17 Uhr am Abend noch dort. Die Dynamik im Team ist auf jeden Fall sehr gut. Also es ist ein ziemliches Miteinander. Und wir haben auch jede Früh so eine Besprechung, wo Elena, unsere Chefin, das auch jeden Tag eigentlich von neuem wiederholt, dass wir ein Team sind, dass wir zusammen arbeiten, dass nicht jeder seine Aufgabe einfach machen soll und dann fertig Pause, sondern wenn man früher fertig ist, kann man schauen, ob die anderen vielleicht noch mehr brauchen oder Hilfe brauchen oder. Also es ist ein ziemliches Zusammenspiel von allen. Und ich glaube, das ist auch sehr wichtig, weil wir sind teilweise nicht so viele Volontäre, manchmal mehr, manchmal weniger. Und es ist aber trotzdem jeden Tag die gleiche Aufgabe zu erledigen insgesamt. Also jeden Tag muss alles geputzt und gereinigt werden, der Garten muss instand gehalten werden, die Tiere müssen gepflegt werden, gefüttert, alles. Also es ist ja nicht irgendwie, dass man das irgendwann mal aussetzen kann an einem Tag. Und deswegen ist es auch sehr wichtig, dass wir so eine Zusammenarbeit haben. Dadurch, dass ich relativ lange im Projekt bin, also insgesamt 9 Wochen, durfte ich ziemlich früh mit dem Babyaffen anfangen zu arbeiten. Und jetzt seit kurzem mit einem bestimmten Babyaffen, wir haben Brüllaffen da und wir haben auch noch Spider-Monkeys, heißen die. Und mit dem ist man dann alleine. Und der ist schon, in den habe ich mich ein bisschen verliebt, muss ich sagen. Der ist wirklich, also ich sterbe jedes Mal aufs Neue, wenn ich ihn sehe. Er hat so richtig liebe Augen und ist einfach. Ich habe dann voll auf den Moment, weil man ist dann mit dem im Regenwald und ist einfach so, dann realisiere ich erst, was ich hier mache so, und wo ich gerade bin. Das ist so. Ich bin einfach in Costa Rica, liege hier mit einem Babyaffen, der mich als seine Mama ansieht für ein paar Stunden. Das ist schon sehr überwältigend teilweise. Aufs Projekt gestoßen bin ich über meine Mutter und meinen Bruder so ein bisschen, weil mein Bruder hat über die gleiche Organisation Wayers vor 2 Jahren Work and Travel in Australien gebucht. Und genau, und dann hat meine Mutter halt dort geschaut, was es noch gibt, und sie hat halt das mit den Tieren gefunden, und ich liebe Tiere schon sehr. Also es gibt natürlich sowas wie Spinnen, was jetzt nicht, aber ich habe trotzdem eine große Liebe zu Tieren, und deswegen war ich da sehr schnell sehr begeistert von und habe das auch relativ schnell gebucht. Es war eine der besten Entscheidungen, die ich, glaube ich, bis jetzt in meinem Leben gemacht habe, weil diese Zeit, die kriege ich nie wieder, und wirklich zu Hause mache ich teilweise monatelang jeden Tag das Gleiche. Und hier wirklich, ich stehe auf und ich weiß, heute kommt was Neues. So, ich muss gar nicht irgendwie, es ist einfach so. Und man lebt hier so viele Sachen, die man auch einfach nicht gewohnt ist, und es ist wirklich jeden Tag aufs Neue überwältigend. Deswegen, man muss es einfach machen und man wird es nicht bereuen.